Heute ist Familie Unverzagt bei mir, Ehepaar Unverzagt. Sie waren jetzt für wie viele Wochen in Äthiopien? Für 3 Wochen. Für 3 Wochen und waren in Awassa. Awassa. Was treibt Sie denn nach Awassa so eine ganze 3 Wochen? Wir haben einen Freund, einen sehr guten Freund in Awassa, der in Deutschland lebt und im Moment für mehrere Monate wieder hier in seiner Heimat ist. Und wir haben ihn dort besucht, unter anderem, weil wir auch in der Nähe von Awassa ein Schulprojekt unterstützen, wo wir auch waren, was wir auch besichtigt haben und wo wir uns gekümmert haben, was da im Moment läuft mit den Schülern und mit dem Bauprojekt in der Schule. Also, ist das eine große Schule? Eine Grundschule, die hatte 157 Schüler. Und seit wir dort unterstützen, ist die Schülerzahl auf 315 Schüler gewachsen. Wir geben kleine Unterstützung, nicht mit dem großen Geldpotz, sondern da, wo wir meinen oder auch die Partner dort meinen, da ist Hilfe erforderlich. Zum Beispiel ein Brot für jedes Schulkind an jedem Tag. Mehr. Wer ist denn wir? Wer Wir sind, bezahlt denn für die Brote und die Schulausbildung? also wir sind ein Äthiopienverein Hilfe zum Leben in Siegen, sammeln dort Gelder. Neben dieser Unterstützung mit Brot haben wir Schuluniformen finanziert. Jetzt im letzten Jahr wurden 2 Klassenräume zusätzlich gebaut in einheimischer Lehmbauweise. Und jetzt haben wir die Gelder eingesetzt, um einen Klassentrakt zu bauen, 4 Klassenräume zur Erweiterung dieser Grundschule. Wenn man 3 Wochen in Awassa bleibt und dafür sorgt, dass es Lehmhütten zum Lernen und Brote zum Sattwerden gibt, da muss man ja schon sein Herz an Afrika, an Äthiopien verloren haben. Sind Sie Afrika-Äthiopien-Fans? Muss man eigentlich sein, oder? Absolut. Seit 45 Jahren. Seit 45 Jahren. Wie kam es denn zu den Anfängen? Wir sind als junge Leute, wir waren kurz verheiratet, beziehungsweise vor unserer Ehe haben wir uns schon entschlossen, in den Entwicklungsdienst zu gehen. Mein Bestreben war es schon als junges Mädchen, irgend sowas zu machen. Und mein Mann hatte dann irgendwann durch den CVJM auch die Inspiration bekommen und dann Ich war haben. Teilnehmer an einem Aufbaulager in Ceylon 1970. Ist er jetzt nicht so richtig Afrika? Nö, aber gemeinsam mit einem Freund, der auch mit uns mit mir in Siegen studiert hatte, Maschinenbau studiert hatte, hatten wir Kontakt zum CVJM Westbund und wollten dort in der Partnerschaftsarbeit, CVJM arbeitet ja weltweit, in der Partnerschaftsarbeit einen Einsatz machen, eigentlich in Dar es Salaam in Tansania. Da wurde aber nur noch eine Stelle stand zur Verfügung und wir haben uns dann entschlossen, flexibel zu sein und auch andere Angebote zu prüfen und kamen dann auf Äthiopien. Wer von Ihnen beiden hat dann letztlich den Ausschlag gegeben, dass Sie nach Äthiopien gehen? Da waren wir uns ganz schnell sehr einig. Und nachdem wir in Dar es Salaam unsere Freunde besucht haben, waren wir sehr dankbar, beziehungsweise ich war sehr dankbar, dass wir nach Äthiopien gekommen sind. Wir haben in Bedelle gelebt, auf fast 2000 Meter Höhe. Klimatisch sehr viel angenehmer als Dar es Salaam. Und man sagt ja, entweder man ist von Afrika infiziert oder man will nie wieder hin. Und von uns kann ich, glaube ich, sagen, wir sind infiziert, denn wir waren relativ häufig, mein Mann sehr viel häufiger als ich in der Zwischenzeit hier. Hat nicht Ihre Familie geschimpft, dass Sie so weit weg sind? Damals war ja Äthiopien noch viel weiter, da war auch Tansania noch sehr viel weiter von Deutschland entfernt als heute. Und unsere Familie, denke ich mal, ist da nicht ausschlaggebend. Das sind alles bodenständige Siegerländer. Wir waren der Meinung, das ist unser Platz hier und wir sind mit sehr viel Freude hier gewesen in diesen 5 Jahren. Und das war, wir haben auch später gesagt, die schönste Zeit in unserem Leben. Dazu muss man aber sagen, was unsere Familien betrifft. Die Familie meines Mannes hat gesagt, wir besuchen euch nicht. Meine Eltern haben gesagt, wir besuchen euch sofort, ohne überhaupt sich dagegen zu wehren, dass wir gehen. Und sie haben uns besucht. Sie waren hier und das war super. Was haben Sie in den 5 Jahren hier gemacht? Ja gut, ich war über Dienst in Übersee, hatte ich einen Vertrag und der Partner war damals die Hermannsburger Mission in der Lüneburger Heide. Die hat seit 1929 hier in Äthiopien gearbeitet. Und als wir dann hier waren, wurde die Arbeit der Hermannsburger Mission nach einem Jahr integriert in die einheimische evangelische Kirche Mekane Jesus.
Und das war dann praktisch mein Arbeitgeber in dem Was haben Sie gemacht? gewerblichen Ausbildungszentrum. Wurden Handwerker ausgebildet. Das heißt, Sie haben Schreiner Ja und gut, Spengler und sowas ich unterrichtet. habe Mechaniker ausgebildet, weil ich Maschinenbauingenieur bin. Dort wurden aber außerdem Tischler und Bauhandwerker ausgebildet. In einem dreiwöchigen Kurs wurden in jeder Klasse 6 Personen ausgebildet. Also die Schüler haben sehr direkt profitiert von dem, was ihnen vermittelt wurde, an handwerklichen Fähigkeiten, aber auch an Theorie. Dreijährig. Bitte? Dreiwöchig hast du gesagt. Dreiwöchig hast du gesagt. Dreijährige. Ja, du hast recht. Dreijährige Ausbildung, selbstverständlich. Nach Hab schon deutschem gedacht, Vorbild. sehe ich der Expresserwald. Und leider musste die Arbeit eingestellt werden, weil dann die Revolution stattfand, wo Kaiser Haile Selassie gestürzt wurde. Wir haben noch 2 Jahre von Terrorregime miterlebt, sind aber gut dabei herausgekommen und trotzdem, das hat uns nicht gehindert, wieder nach Äthiopien zu fahren. Ich bin inzwischen 15 Mal in Äthiopien gewesen und wahrscheinlich war das auch diesmal nicht das letzte Mal, dass wir nach Äthiopien fahren. Wir haben Äthiopien erlebt, obwohl Ausnahmezustand ist, als ein Land, wo man sehr gut reisen kann. Wir sind eigentlich nur auf Hauptstraßen gefahren, aber überall in den Städten, wo auch zu schwierigen Zeiten dann Polizei und Militär stationiert ist, fühlt man sich sicher. Frau Unverzagt, ich kann mir vorstellen, dass Sie in den Jahren, in denen Ihr Mann hier Handwerker ausgebildet haben, dass Sie hier nur Topflappen gehäkelt haben. So ungefähr. Wir hatten eine Verandaklinik. Ich habe zwar keine medizinische Ausbildung, aber unser Arzt zu Hause damals hatte selbst auch im Ausland gearbeitet, hat mir einiges an Medikamenten mitgegeben, weil bei uns gab es überhaupt keine medizinische Versorgung. Im Umkreis von mehreren 100 Kilometern gab es nichts. Wenn man ernsthaft krank war, musste man nach Addis geflogen werden. Es gab damals die MAF, die kleinen Die Maschinen, Bush die Doctors. Bus, ja, Mission die Bush Airbus. Mission Air Force, die konnte man rufen, die haben es dann hergebracht oder die ernsthaft Kranken. Aber es kamen viele Leute mit Bisswunden oder Brandwunden, die waren leicht zu behandeln. Es kamen Kinder, unterernährte Kinder morgens auf die Veranda, die haben wir mit Pfaffa gefüttert. Was ist denn Pfaffer? Das war eine Kinderspeise damals. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das wurde angerührt mit Wasser oder Milch. Und das gab dann so einen Brei und das haben die Kinder dann bekommen. Die wurden dann jeden Morgen kamen die und kriegten ihre Mahlzeit. Und außerdem habe ich die Büroarbeit da gemacht. Es war ja nicht so, dass es jede Menge Bücher für den Unterricht gab, sondern wir mussten sehr vieles kopieren, sehr vieles vervielfältigen und so weiter. Und wir hatten Tagelöhner, die mussten ausgezahlt werden. Es gab dauernd was zu tun. Ich habe das Büro gemacht, der Handwerkerschule. Und nebenbei als Verandaärztin Ja, Ärzte ist ein gearbeitet. bisschen viel gesagt, aber die Leute so versorgt, wie es nötig war. Und es war schön zu sehen, wenn man eben so eine Brandsalbe drauf getan hat, es ist schnell verheilt. Also das hat so funktioniert, ne? Oder mal Aspirin verteilt oder so. Und in der Zwischenzeit ist dann auch unsere Tochter geboren, hier in Addis Abeba. Und es war einfach, ja, eine erfüllte Zeit. Sie fliegen heute Abend weiter. Sie fliegen heute weiter, haben aber Morgen. schon gesagt, dass Sie Morgen. nicht das letzte Mal in Äthiopien gewesen sind. Dann wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Weiterreise nach Südafrika, dann eine gute Zeit in Deutschland und dann eine gute Rückkehr nach Äthiopien. Vielen Dank, Ihnen Dankeschön. auch alles Gute. Danke.